Das Immunsystem, ein Thema, was normalerweise nicht ganz so sexy ist, wie es aktuell ist. Ich habe vorhin mal gegoogelt und habe gesehen, ja, es ist sehr, 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 sehr gefragt momentan. Also viele Leute interessieren sich scheinbar jetzt zu Zeiten des Coronavirus sehr dafür, die Gesundheit zu optimieren, das Immunsystem zu stärken und irgendwie Wege und Mittel zu finden, dem Virus aus dem Weg zu gehen. Und ich finde es prinzipiell eine super Sache, weil nicht nur jetzt aktuell, sondern auch sonst immer sollte es eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema sein. Und man sollte immer versucht sein, sich selbst zu optimieren, allgemein irgendwelchen Krankheitserregern vorzubeugen und sein Immunsystem zu stärken. Also, ich habe in diesem Video für euch meine Tipps zusammengefasst, was Training angeht, was Ernährung angeht, was den Alltag an sich auch angeht, also nicht nur auf jetzt Fitness bezogen, auf gesunde Ernährung. Was kann man konkret im Alltag machen, um ja eine Infektion zu vermeiden? Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Tauchen wir mal ein. Wenn unser Immunsystem geschwächt ist, sind wir anfälliger, was Erreger und Viren im Allgemeinen angeht. Also ist nicht nur beim Coronavirus so, sondern ist allgemein so. Deswegen gibt es vielleicht in eurer Umgebung Menschen, die scheinbar nie krank werden, die immun gegen alles sind. Und dann gibt es die Menschen, die wirklich ständig krank werden. Und das ist natürlich kein Zufall. Oftmals hat man natürlich, ist man manchmal gesegnet oder man ist, was das Thema angeht, ein bisschen verflucht. Aber man sollte da auf jeden Fall Eigenverantwortung übernehmen und alles machen oder so viel machen, wie nur in unserer Macht steht, um natürlich ein starkes Immunsystem aufzubauen. Wir sollten also bemüht sein, eine starke Immunabwehr aufzubauen. Na, schauen wir uns die aktuelle Statistik an. Wer ist denn so betroffen mit Corona und wer muss tatsächlich mit dem Tod kämpfen? Da fällt uns ganz klar auf, dass das meist größtenteils Menschen sind, die geschwächt sind, die ein sehr, sehr geschwächtes Immunsystem haben. Ja, das sind Menschen, die zum einen natürlich ja unterversorgt sind, zu wenige, zu schlechte Nährstoffe zuführen und natürlich geschwächte Personen, die jetzt unter irgendwelchen Krankheiten leiden, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Menschen in hohem Alter, Menschen mit AIDS, Menschen mit Krebs. Also das sind sowieso jetzt Personen bzw. Personengruppen, die sehr, sehr anfällig bei so ziemlich den meisten Krankheiten sind, also die sich sowieso zurückhalten sollten. So, aber wir in der Regel gesunden Menschen, wir sollten auf jeden Fall bestrebt sein, das eine oder andere zu machen, das eine oder andere zu optimieren, um natürlich dem Ganzen vorzubeugen und sollte man infiziert werden, das Ganze dann natürlich auch zu meistern aufgrund der starken Immunabwehr. Okay, also wir tauchen jetzt auf jeden Fall mal ein und werden ein bisschen konkreter. Dass wir uns ausgewogen und gesund ernähren sollten, ist wahrscheinlich jetzt so ziemlich jedem bewusst. Aber man muss ja immer mal wieder das Ganze betonen und darauf hinweisen. Ne? Also, dass man sich größtenteils von unverarbeiteten Lebensmitteln ernähren sollte, dass man schauen sollte, dass man genügend Obst und Gemüse zu sich nimmt. Das sind so ziemlich die Basics. Ne? Wir gehen jetzt mal ein bisschen tiefer in diese ganze Vitamin-Thematik ein und ich gebe euch mal ein paar Empfehlungen, was ich da auf jeden Fall beachten würde. Also zum einen Vitamin C. Vitamin C extrem wichtig. Wisst ihr bestimmt auch, ganz viel Zitronen essen, Zitronensaft trinken und gegebenenfalls natürlich auch mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen, also Vitaminpräparaten. Wenn ihr jetzt versucht, das Ganze mit der natürlichen Ernährung vollständig abzudecken, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Ich empfehle nicht Zitronen. Zitronen sind auch super, aber ich empfehle Kiwis. Kiwis sind brutal. Kiwis sind die extremsten Vitamin-C-Bomben, die man so in der Natur vorfindet, also unter den Früchten. Deswegen auf jeden Fall mal mit Kiwis anfreunden und vielleicht einfach mal schauen, in der nächsten Zeit eine Kiwi jeden Morgen zu essen. Kann man super in sein Porridge reinmischen, kann man super einfach so essen und schmeckt übrigens auch übertrieben geil. Also auf jeden Fall Kiwis essen. Vitamin C finden wir aber auch in Gemüse, deswegen ganz, ganz viel Brokkoli und Kohl essen. Also Rosenkohl, Blumenkohl etc.
Brokkoli, das sind super Gemüsesorten. Und wenn ihr jetzt einfach zu euren Mahlzeiten sowieso ein bisschen Gemüse esst, dann empfehle ich euch auf jeden Fall auf diese Gemüsesorten zurückzugreifen. Mindestens einmal täglich. Nummer 2, die Spurenelemente Zink und Selen. Zink und Selen sind unabdingbar, was jetzt das ganze Thema Immunabwehr angeht, was das Thema Körperzellenaufbau angeht. Also ich empfehle ohnehin immer einfach mit Zink zu ergänzen. Es ist sehr, sehr schwer über die natürliche Ernährung jetzt auf natürliche Art und Weise genug Zink reinzubekommen. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn man das Ganze dem Zufall überlässt. Es ist auf jeden Fall überhaupt gar nichts dagegen einzuwenden. Jeden Tag einfach ein bisschen Zink über eine Nahrungsergänzung oder Vitamin C zuzuführen, zur ohnehin schon gesunden und ausgewogenen Ernährung, um einfach da auf der sicheren Seite zu sein. Ich empfehle um die 20 Milligramm Zink, nicht nur optimal für die Immunabwehr, sondern auch für Haut, Haare, Nägel etc. Also hat auch mega positive kosmetische Effekte. Deswegen, falls du einfach was für deine Haut machen möchtest, für deine Haare, für deine Nägel, dann auf jeden Fall Zink zuführen. Selen ist in der natürlichen Form vorhanden in Fleisch, in Eiern, in Spargel. Also, wie gesagt, es ist immer super, wenn man diese Lebensmittel isst, aber in der Regel isst man das ja nicht jeden Tag. Deswegen einfach schauen, es gibt auch Vitaminpräparate beziehungsweise Präparate mit Spurenelementen, wo man dann einfach Zink und Selen in Kombi hat. Also es ist weit nicht so kompliziert, wie es sich immer anhört. Wir schließen ab mit den sekundären Pflanzenstoffen, den sogenannten Flavonoiden. Gibt sehr, sehr oft erhältlich einfach Vitamin C-Präparate mit Flavonoiden beigesetzt. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, haben auch eine super Wirkung auf euer Immunsystem, für eure Gesundheit. Und wo findet man Flavonoide in der Natur? Also in Obst, in Beeren vor allem, also Erdbeeren etc. Aber die Liste wird angeführt von der sogenannten Aronia-Beere. Also wenn ihr da die ein oder andere Aronia-Beere vernascht, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Auf jeden Fall, es geht um den sogenannten Anthocyanidingehalt. Und der ist bei der Aronia-Beere bei 800 Milligramm pro 100 Gramm. Und das ist natürlich Wahnsinn im Vergleich zu Erdbeeren, die nur bei circa 30, 40 Milligramm sind. Ne, also da auf jeden Fall die ein oder andere Aronia-Beere vernaschen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Aber ansonsten einfach, wie gesagt, Vitamin C, Zink und Selen und die ein oder anderen sekundären Pflanzenstoffen über Beeren, über Obst, über Gemüse. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps für euch, was nicht nur die Ernährung angeht, sondern allgemein euren Alltag. Also zuallererst für mich Punkt Nummer 1, ausreichend trinken. Trinke nicht nur, weil es gesund ist, sondern weil ihr damit einfach die Schleimhäute befeuchtet. Wir sind hier im Winter größtenteils drin. Hier läuft die Heizung, die Schleimhäute trocknen aus und wenn die Schleimhäute ausgetrocknet sind, ist man einfach anfälliger, was Viren und Bakterien angeht. Deswegen ausreichend hydrieren, ausreichend mit Flüssigkeit versorgen. Ich empfehle, ja, man hört immer 1,5, 2 Liter am Tag. Ich würde wirklich ein bisschen höher gehen. Ich würde sagen 2,5, 3 Liter jeden Tag. Sollte kein Thema sein für all die Menschen, die Schwierigkeiten haben, viel zu trinken. Ich empfehle einfach, sich jede Stunde oder alle 1,5 Stunden ein Glas Wasser aufzufüllen, frisch aufzufüllen und somit einfach regelmäßig zu trinken. Ja, nicht einfach nur, weil man beim Sport ist, dann irgendwie 1,5 Liter, 2 Liter saufen, sondern wirklich die Flüssigkeitszufuhr über den Tag verteilen, damit man einfach konstant hydriert ist und man übrigens auch gar nicht so viel Wasser auf einmal zuführen kann. Ne, was reinkommt, kommt meist wieder raus, wenn man zu viel auf einmal trinkt. Deswegen auf jeden Fall gleichmäßig hydriert sein, über den Tag verteilt. Thema Training möchte ich eine Sache ansprechen. Und zwar, man hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin auch etwas angeschlagen, aber nicht wegen dem Coronavirus, sondern weil ich einfach in der vergangenen Zeit, vor allem in den letzten ein, zwei Monaten, sehr, sehr hart trainiert habe. Ich habe mir zwar Ruhe gegönnt, aber meine Trainingseinheiten waren einfach sehr, sehr intensiv. Und das ist auch eine super Sache, weil man so auch einfach gewährleistet, dass man einen ausreichenden Reiz setzt für ein Muskelwachstum, um natürlich auch Progression zu erreichen, um voranzukommen. Aber
Wenn man sich immer die Kante gibt, wenn man immer am Limit trainiert, dann leidet natürlich auch das Immunsystem darunter. Deswegen, ich würde jetzt einfach, wenn ihr ein geschwächtes Immunsystem habt oder jetzt zu Zeiten des Coronavirus vielleicht nicht übertreiben mit dem Training, regelmäßig Sport treiben, sehr, sehr wichtig natürlich, aber was die Intensität angeht, einfach mal ein bisschen zurückschrauben. Ja, vielleicht einfach nicht mehr bei 90, 100% der Intensität trainieren, sondern auf 60, 70, maximal 80%, sofern man das Ganze messbar machen kann. Aber einfach so von der Einschätzung her einfach ein bisschen runterfahren. Dann legt ihr eurem Immunsystem keine Steine in den Weg und könnt trotzdem gewährleisten, dass ihr einfach eure Muskelmasse erhält, dass ihr einfach fit seid und was für eure Gesundheit tut. Abgesehen vom Sport ist es sehr, sehr wichtig, dass man einfach an die frische Luft geht, dass man spazieren geht, dass man aktiv ist, dass man Schritte sammelt. Na, das empfehle ich sowieso immer. Also ganz, ganz wichtig, dass man einfach sich nicht isoliert, dass man einfach auch jetzt, abgesehen von Corona, dass man jetzt einfach kein Typ ist, der den ganzen Tag hier vorm Rechner hockt und vor sich hingammelt, sondern dass man einfach auch ja, Phasen integriert am Tag, wo man einfach auch ein bisschen an der frischen Luft ist, aktiv ist, wie gesagt, ein paar Schritte geht. Das sollte eigentlich ja, im Alltag fest integriert sein. Ne? Also es geht hier nicht nur um das Thema Sport, sondern einfach eine allgemeine Aktivität, dass man da das Ganze einfach ein bisschen hochfährt. Jetzt kommt einer meiner Lieblingspunkte und zwar Wechselbäder. Ja, Saunagänge, Wechselbäder ist einfach eine mega geile Sache, um sich richtig schön zu schocken, um sein Immunsystem aufzubauen, um sein Immunsystem resistenter zu machen. Was ich ganz gerne mache, ist, ich gehe gerne in die Sauna und ja, kombiniere das immer mit Eisbädern oder mit kalten Duschen. In der Therme gibt es das jetzt, dass man ein Becken hat, wo man wirklich in eiskaltes Wasser reinjumpen kann, nachdem man in der Sauna war. Aber auch im Alltag, abgesehen jetzt von der Sauna, kann man das super einsetzen, indem man einfach, wenn man duscht, kalt anfängt, man duscht sich kalt ab und wechselt dann ab zu ja, einer angenehmen, normalen, warmen Temperatur, kann sich dann schön einseifen, einschamponieren. Und dann duscht man sich zum Schluss nochmal kalt ab. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man in der Reihenfolge vorgeht, dass man erst kalt macht, dann warm und anschließend kalt abschließt. Das hat so einen richtig schön aufwärmenden Effekt. Man denkt eigentlich das Gegenteil, wenn man kalt duscht, aber dadurch belebst du deinen Körper richtig schön von innen und kurbelst richtig, richtig schön den Stoffwechsel an. Also, kalt duschen bzw. Wechselbäder sind sehr, 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 sehr gut fürs Immunsystem. Thema Schlaf. Während wir schlafen, träumen wir nicht nur, in der Regel, ja, manchmal schöne Träume, manchmal Albträume, aber während dem Schlaf passieren auch noch andere Sachen, ja. Es werden immunaktive Stoffe freigesetzt, es werden Wachstumshormone ausgeschüttet, ja, das heißt, die Zellen wachsen während des Schlafes, vor allem in der Tiefschlafphase. Und dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, dass man an seiner Schlafqualität arbeitet. Na, also ich empfehle, das ist jetzt nicht nur meine Empfehlung, sondern eine allgemeine Empfehlung, circa 8 Stunden am Tag zu schlafen. Und das Ganze kann man einfach optimieren, also die Qualität des Schlafs, indem man einfach, bevor man zu Bett geht, einfach auf ein paar Regeln Wert legt. Zum Beispiel, ja, eine Stunde vorm Schlafen gehen, nicht mit voller Helligkeit am Handy hocken, ne? Sich nicht eine Netflix-Serie so nochmal kurz vorm Schlafen reinziehen mit voller Helligkeit, weil du damit einfach deinen Augen signalisierst, hey, es ist Tag, es ist hell und sozusagen wirst du natürlich nicht optimal auf die Nacht vorbereitet. Ja, du wirst nicht schlummrig, schwummrig, schlummrig. Deswegen meine Empfehlung auf jeden Fall, jetzt nicht Netflix schauen vor dem Schlafengehen aus deinem Leben streichen. Ja, so tief möchte ich jetzt nicht in euren Alltag eingreifen. Aber vielleicht mal den Night Shift am Handy ausprobieren. Ich habe den automatisiert. Also bei mir geht der Night Shift aktuell um 22 Uhr rein. Das heißt, wenn ich dann noch im Bett am Handy bin, dann ist es jetzt ja nicht optimal, aber nicht ganz so schlimm. Was ich außerdem mache, ist einfach ja zu versuchen, im Schlafzimmer bzw. im Bett den Bildschirm zu meiden. Ja, es ist einfach nicht so gut für eure Schlafqualität, wenn ihr kurz vorm Schlafen gehen, wie gesagt, noch am Bildschirm hockt, sei es Fernseher, sei es Handy, sei es Laptop. Es ist einfach nicht so optimal.
Aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine von verschiedenen Maßnahmen, jetzt das Immunsystem zu stärken. Ja, aber der Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Deswegen nehmt das ganze Thema ernst und versucht wirklich an eurer Schlafqualität zu arbeiten. Ebenso wichtig wie Schlaf ist auch das Thema Stress. Also ja, einfach sämtliche Stressoren vermeiden. Geht natürlich nicht immer, aber ja, man hat oftmals die Wahl, ob man gewisse Stressfaktoren an sich ranlässt oder ja, ob man diese meidet und sich einfach davon so ein bisschen distanziert. Also Stress lässt sich im Alltag meist jetzt im Beruf oder in der Schule oder ähnliches nicht vermeiden, aber man kann es natürlich auch so ein bisschen eindämmen und dann in der Freizeit dafür sorgen, dass man nicht noch weitere Stressfaktoren an sich ranlässt. Ne? Also Stress kann wirklich toxisch wirken auf den Körper und auch auf das Immunsystem. Deswegen da einfach schauen, dass man vielleicht ab und zu auch mal Maßnahmen ergreift, die gegen Stress wirken. Zum Beispiel einfach ab und zu mal ein bisschen meditieren. Meditieren ist nicht ganz so Hokuspokus, wie die meisten vielleicht denken. Also einfach mal auf dem Boden hocken, auf eine Matratze oder ähnliches, auf dem Teppich. Einfach mal die Augen schließen, sich auf die Atmung konzentrieren, einfach mal zur Ruhe kommen. Ja, da muss man kein Gebet dabei sprechen, da muss man keine Meditationsmusik dabei hören. Man kann das Ganze natürlich optimieren, aber einfach zur Ruhe kommen. Okay? Und was das jetzt konkret für euch bedeutet, das zur Ruhe kommen, das müsst ihr selbst wissen, aber schaut wirklich, dass ihr einfach zur Ruhe kommt. Thema Alkohol muss ich jetzt noch kurz anschneiden. Dass Alkohol nicht so Bombe ist, das wissen wir alle, trotzdem machen wir es. Mich inbegriffen ab und zu. Aber wir sollten uns nicht komplett abschießen. Was passiert, wenn wir uns abschießen? Ja, wenn wir in einem Vollrausch sind oder nahezu in einem Vollrausch, also wenn wir es einfach ein bisschen übertrieben haben mit dem Alkohol, ist unser Immunsystem extrem geschwächt, vor allem am Folgetag. Wir sind extrem anfällig, was Viren, was Bakterien angeht. Und ja, unser Immunsystem ist für quasi 24 Stunden deaktiviert. Deswegen. Vielleicht habt ihr schon mal die Erfahrung gemacht, ich persönlich schon mehr als einmal, dass man einfach nach so einer Partynacht am nächsten Tag irgendwie sich irgendwie, keine Ahnung, schwach und eklig fühlt und am Folgetag dann irgendwann krank ist. Das ist meist darauf zurückzuschließen. Deswegen Alkoholkonsum einfach ein bisschen reduzieren, ohnehin nicht so super. Ja, aber wie gesagt, man muss nicht komplett vermeiden, aber einen Vollrausch sollte man auf jeden Fall meiden. Jetzt noch zu diesem ganzen Thema Desinfektion und ähnliches. Unser Körper ist gewohnt, Bakterien zu sich zu nehmen. Das ist völlig normal. Auf unserer Haut leben konstant ganz, ganz widerliche, eklige Alien-Bakterien, die ja, dort sich vermehren, die dort sich breit machen und sich wohlfühlen und rumtoben. Aber das ganze Thema ist natürlich jetzt mit dem Coronavirus nicht zu unterschätzen. Deswegen einfach, was kann man machen? Man sollte halt einfach ohnehin schauen, dass man, wenn man unterwegs ist, sich nicht ständig ins Gesicht fasst und ähnliches. Man sollte große Menschenmassen meiden. Man sollte vielleicht, wenn man ins Fitnessstudio geht, ab und zu mal seine Hände desinfizieren. Vor allem nach dem Sport im Fitnessstudio sind extrem viele Menschen und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass man da sich die ein oder anderen Bakterien einfängt und sich dann irgendwie ins Gesicht fässt oder zu Hause dann Essen zubereitet und dann hast du den Salat. Also da auf jeden Fall drauf aufpassen, vielleicht ein paar Mal mehr die Hände waschen mit Seife, vielleicht ab und zu noch mal die Hände desinfizieren. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also, das waren auf jeden Fall meine Tipps. Vielleicht jetzt nicht großartig viel Neues, aber man muss immer wieder daran erinnern, weil es ist im Endeffekt kein Hexenwerk, das Immunsystem zu stärken, aber man muss eben gewisse Sachen auch tatsächlich umsetzen. Deswegen, mich würde interessieren, wie sehr beschäftigt ihr euch mit dem Thema Immunsystem? Wie sehr seid ihr dahinter, euer Immunsystem zu stärken und wirklich was für eure Gesundheit zu tun? Und nehmt ihr das Thema aktuell ein bisschen ernster als sonst? Seid einfach mal ehrlich und lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich würde mich mega drüber freuen. Lasst dem Kanal sehr, sehr gerne ein Abo da, um kein weiteres Video in der Zukunft zu verpassen und gerne natürlich auch einen Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch ein frohes Stärken eurer Immunabwehr und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.